So, Rita Pfiffner, jetzt bei dir daheim. Du hast ein Buch geschrieben, «Zurück ins Leben finden». Erzähl mal ein bisschen von deinem Schicksal, das du erlitten hast. Also mein Schicksal ist, ich habe vor über 20 Jahren die Diagnose bekommen, dass ich MS habe. Also mit rund 24 oder 22? Nein, mit 21. 21, ja. Das sind mehr als 20 Jahre, ja. Habe ich die Diagnose bekommen und ist dann im Verlauf, also ich hatte am Anfang einen sehr stark schubförmigen Verlauf gehabt. Und mit der Zeit sind dann, also nach jedem Schub, sage ich mal, ist eine gewisse Verschlechterung zurückgeblieben. Da hast du ja mehr gehört. Was heisst denn das Schub? Also wie muss man das? Also ein Schub ist eine Entzündung im Nervensystem, im Hirn. Wie hast du das gemerkt? Ich habe es eigentlich jedes Mal gemerkt, indem dass ich massiv viel mehr Probleme bekomme mit dem Gleichgewicht und mit dem Laufen. Vor allem am Morgen beim Aufstehen, oder? Nein, den ganzen Tag. Einfach den ganzen Tag? Den ganzen Tag, ja. Und es ist immer, also ein Schub ist immer gekommen, von einem Tag auf den anderen. Also ich kann am Tag vorher noch besser können laufen oder so wie üblich halt. Und dann plötzlich am nächsten Tag ist es schlechter gegangen. Da ist man schon schockiert, oder nicht? Irgendwie? Ja, am Anfang verschreckt man vielleicht schon jemanden. Irgendwann habe ich dann auch gewusst, da hat jemand jetzt gewisse Anzeichen gegeben im Vorfeld, die so ein, zwei Tage vorgekommen sind, dass ich dann gemerkt habe, irgendetwas tut sich im Körper, etwas ist nicht wie normal. Aber gleich ist jedes Mal wieder ein Schub quasi über Nacht eine Verschlechterung. Hast du es erzählt? Weißt du, deiner Umgebung, den Kolleginnen und Kollegen? Ja. Was haben sie denn gesagt? Also gesagt, ich habe von Anfang an eigentlich gesagt, tönt einfach mit mir wie normal. Wenn ihr vorher umgegangen sind mit mir, ja. Und wenn ich Hilfe brauche, wenn etwas nicht geht, dann sagen sie es dann schon. Aha. Also du hast nicht irgendwie Mitleid wollen? Nein, absolut nicht. Ja. Bist du denn dort noch mitgegangen? Zum Velofahren, auf Bergtouren, wandern? Auf Bergtouren ist nicht mehr gut gegangen, weil ich eben mit dem Laufen sehr schnell Probleme bekommen habe. Das heisst, ich habe keine längeren Strecken mehr laufen können. Und dann bist du zum Arzt gegangen, oder? Weißt, ich frage jetzt nur so. Ich bin bei jedem Schub zum Arzt gegangen, weil man hat am Anfang jeden Schub hochdosiert mit Cortison behandelt. Hoppla. Das hat dann etwas gebraucht? Der Schub ist dann allerdings relativ schnell wieder abgeklungen, zurückgegangen. Es ist wieder eine gewisse Verbesserung gekommen. Aber so mit der Zeit, oder ich sage mal über die Jahre, hat natürlich das Cortison auch so seine Nebenwirkungen gehabt. Also indem, dass ich dann oft unser Gesicht bekommen habe. Indem, dass ich auch Hautprobleme bekommen habe. Sieht man jetzt nicht mehr, weißt du, wenn ich so durch die Linse durchschaue. Ich nehme seit einem Haufen Jahren keine Cortison mehr. Ja. Und du bist immer aufgestellt geblieben. Also weißt du, meine, gut, dann sagst du, können wir sagen, du bist jetzt 45 um das herum, gell? 44, ja. 44, ja. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Du kannst nach wie vor noch, also du kannst vom Rollstuhl raus auf einen Stuhl, du kannst Rollator laufen, du bist arbeitstätig. Ja. Du machst sehr einen aufgestellten Eindruck. Also hat sich das entwickelt? Bist du immer so gewesen? Oder hast du etwas annehmen, wie es war? Oder? Es hat sicher gewisse Zeiten gegeben, wo ich nicht so aufgestellt war. Vor allem eine Weile lang war es natürlich so, dass bei jedem Schub, der hat mich dann wieder ein bisschen deprimiert, weil der hat mich einfach mit der ganzen Kondition und Ausdauer wieder völlig zurückgeworfen. Mhm. Also ich konnte wieder von vorne anfangen, eine Kondition aufbauen. Und dann habe ich vor etwa, sagen wir mal, 4 Jahren, habe ich das Mentaltraining entdeckt. Habe auch mit dem angefangen und das hat meine Einstellung massiv geändert. Zu wem bist du gegangen? Oder wie hast du das entdeckt? Also entdeckt habe ich, war ein bisschen auf der Suche gewesen. Ich habe im Internet gesucht, was gibt es überhaupt noch für Möglichkeiten? Weil ich habe gemerkt, mit der Schulmedizin komme ich auch nicht wirklich viel weiter. Mhm. Weil 20 Jahre Schulmedizin immer ein bisschen schlechter, mittlerweile auf der Rollstuhl angewiesen zum Laufen. Klar mag ich noch aufstehen, auf den eigenen Beinen stehen und vielleicht ein paar Schritte laufen, aber für den Alltag sage ich, ich brauche jetzt einfach den Rollstuhl mittlerweile.
Und da bin ich dann wirklich auf die Suche gegangen nach, was gibt es denn noch? Und dort bin ich dann eben aufs Metalltraining gestoßen, habe das selber in Anspruch genommen, also bin zu einem Coach, habe mich dort coachen lassen und wirklich in das Thema einführen lassen. Und dann, weil mich das überzeugt hat und mir selber auch gut getan hat, habe ich dann entschieden, dass ich eine Ausbildung als Mentaltrainerin mache. Also mittlerweile bin ich auch ausgebildete Mentaltrainerin. Einfach, dass ich auch die Möglichkeit habe, eben zum anderen Leute zu unterstützen und anderen Leuten einen alternativen Weg zu zeigen, wenn eben zum Beispiel die Schulmedizin, wenn sie mit der Schulmedizin nicht mehr weiterkommen. Das ist schon verrückt, wenn es um Herz geht, um irgendwie Herzklappen oder Bypass oder wenn es um Knie und Hüfte geht, dann ist die Schulmedizin recht gut dokumentiert. Sobald es um Allergien geht, MS und so weiter, da ist man noch unglaublich in den Anfängen. Also, mich erstaunt, das ist so eine weit verbreitete Krankheit und so ein Nichtwissen. Ja, also es ist halt so in der Schulmedizin, wenn die Schulmedizin nicht wirklich helfen kann, oder kann heilen, dann heisst es einfach, ist unheilbar, man kann da nicht viel machen. Dabei ist es eigentlich, eben, es kommt ja von den Nerven her, also ist für mich... Es kommt von den Nerven her, ja. Aber ich sage so, mit Mentaltraining kann man eben sehr viel erreichen, weil es ist einfach so, unsere Gedanken prägen unsere Realität. Weil ein Gedanke, kannst du vielleicht davon ausgehen, am Anfang hast du einen Gedanken. Ein Gedanke löst das Gefühl aus. Das Gefühl verleitet dich zu einer Aktion oder Reaktion. Und das wiederum manifestiert sich dann bei uns in der Realität. Also je nachdem, ob du etwas machst oder eben auch nicht machst. Weil aber etwas nicht machen ist eine Aktion, ja, die dann halt entsprechend seine Auswirkungen hat. Immer auch stille Gedanken, gell? Mit dieser Ding musst du wirklich sagen, unsere Gedanken im Ursprung haben einen Einfluss auf unsere Realität. Und dort geht eben auch das Mentaltraining her und schaut, was hast du für Gedanken? Sind die Gedanken für dich förderlich oder hinderlich? Und dann muss man halt eben auch an sich arbeiten, wenn man feststellt, die Gedanken die sind eigentlich hinderlich. Die können mich gerne nicht so machen. Darum auch, ich bin lange natürlich von der Meinung von der Schulmedizin geprägt. Und dort heisst es einfach, es ist nicht heilbar. Und die Schulmedizin? Mittlerweile sage ich bin gesund, ich habe noch gewisse körperliche Defizite. Mit denen dort unterstütze ich meinen Körper, dass er die auch noch ins Korrigieren bringt. Aber ja. Brauchst du Schulmedizin und nimmst du noch Medikamente? Ich nehme noch Medikamente, allerdings keine für die MS-Behandlung. Ich nehme noch ein Medikament, eins, wo mir eigentlich Kraft gibt, wo einfach Kraft damit stärkt, und eins gegen Gefühlsstörungen, die ich habe. Das sind noch die, die ich nehme. Alles andere habe ich abgesetzt. Und auch gerade was Gefühlsstörungen betrifft, das Medikament, muss man selber auch immer ausprobieren. Gell? Ist ja dort ein Ausprobieren natürlich im Jahr. Ist auch dort ein Ausprobieren. Vor allem bin ich auch immer am Schauen, brauche ich noch so viel, wie ich nehme, oder geht es auch mit weniger? Die Schulmedizin hat so, kommt ein bisschen mit den Medikamenten so krank daher und man hat dann das Gefühl, mit den Medikamenten können wir das irgendwie heilen. Aber das ist natürlich schon gesagt, dass das sind die Gedanken, auch Gedanken, die man nicht einmal ausdrückt, die eigentlich niemand sieht, die sich im Stillen abspielen, ist das, was einem eigentlich lenkt, oder in allem, was der Alltag bestimmt? Das ist so. Weil wir haben den Menschen, also das sind Quantenphysiker, herausgefunden, wir haben etwa 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Und der Großteil der Gedanken spielt sich im Unterbewusstsein ab. Also die kommen wir gerne mit über. Und du kannst dir das Verhältnis etwa so vorstellen, stell dir vor, 3 cm sind Bewusstsein und 11 km sind Unterbewusstsein. Da haben wir doch ein unglaublich grosses Potenzial im Unterbewusstsein, wo wir aktiv nicht daran herkommen.
Das heisst, wir haben so viele Gedanken, die sich unbewusst in uns abspielen, und zwar unbewusst aufgrund von Prägungen, aufgrund von Erfahrungen, die wir halt im ganzen Leben gemacht haben. Und wenn diese Gedanken eben in eine negative Richtung gehen, hat das unbewusste Gedanken haben genauso einen Einfluss auf unsere Realität wie bewusste Gedanken. Mhm. Allerdings können wir mit bewussten Gedanken die unbewussten Gedanken, ich sage jetzt mal, aktiv ändern. Für das müssen wir aber herausfinden, wie sind denn unsere unbewussten Gedanken. Und das kriegt man hin, das kann man machen. Ja. Ich sage dir mal ein Beispiel. Also habe ich selber auch gemacht, und das war genau ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da muss ich unbedingt etwas ändern. Was ist der erste Gedanke, den du morgen früh denkst, wenn du aufwachst? Der denkt, jetzt muss ich jetzt schon aufstehen. Gut. Und ist das ein förderlicher Gedanke? Nein, natürlich nicht. Gerne nicht. Genau. Dann denke ich, oh, ist das ein schönes Wetter. Wenn es Nebel ist, no. Und das ist genau das. Als ich mit dieser Übung angefangen habe, jeden Morgen mal aufschreiben, also wirklich darauf achten, was ist mein erster Gedanke. Schreibst du das mal eine Woche auf und dann schaust du mal, sind die Gedanken eher positiv oder negativ. Und ich zum Beispiel habe es mir festgestellt, ich denke vielmal, oh, wie ist das alles, jetzt muss ich wieder aufstehen. Und ich weiss, wenn ich Beine aus dem Bett nehme, ist das für mich ziemlich anstrengend. Ja, genau. Und wenn ich morgens schon denke, oh, jetzt ist schon wieder so ein Krampf, um aus dem Bett rauszugehen und aufstehen, ist schon nicht wirklich ein guter Start am Tag. Ja, was denkst du nicht? Ich habe mir jetzt überlegt, was ich würde denken. Also spontan ist mir eingefallen, ich könnte denken, wow, ich muss heute nicht ins Militär. Ich bin so ungern ins Militär gegangen. Das ist jetzt spontan. Ich war schon lange nicht mehr im Militär gewesen. Aber ich habe mir gedacht, ist eigentlich schön, wenn ich in den Weg kommen muss, dann bin ich noch mal leben. Jetzt bin ich am Leben und muss nicht mehr ins Militär. Jetzt kann ich denken, jetzt muss ich nicht mehr ins Militär. Ja, gut, das ist ein weiter Weg, aber... Ist ein relativ weiter Weg, ja. Aber wenn ich zum Beispiel einen Gedanken nehme, ist wie, oh, heute ist ein neuer Tag, ich freue mich auf den heutigen Tag, ich freue mich auf das, was mich in diesem Tag alles erwartet. Ja, ich habe am Morgen irgendwie, ohne irgendwas zu denken, ich habe gar nicht ein Problem, um irgendetwas Positives zu denken. Bei mir ist irgendwie das im Leben, ich bin einfach fast immer glücklich und zufrieden. Das ist eigenartig. Ich habe schon manchmal gefragt, mit was hängt das zusammen? Also, ja, ich habe nicht gerne Kopfweh, das schießt mich dann an. Oder wenn mir sonst etwas wehtut. Aber sonst gibt es eigentlich... Ja, bei dir das Gefühl, ich weiß, du bist ja zu früh gekommen, eine ganze Stunde zu früh gekommen. Du hast die Tür geöffnet, dann hast du dann schnell etwas im Pullover, in dieser Zeit, wo du das Stativ geholt hast, übrig getan. Und dann denkst du, wow, das ist eine flexible Frau, gell? Und ich glaube, das macht noch viel aus. Weißt du, wenn man irgendwie eine Situation einschätzt und alles, was dann anders ist in dieser Situation, fasst man irgendwie als negativ auf, oder? Aber kann man dann so etwas lernen, weißt du, wenn man es jetzt halt nicht hat? Man kann es lernen. Also im Mentaltraining gibt es wirklich Mentaltechniken, wo man kann... ich sage mal, Einstellungen oder Glaubenssätze, die man hat. Mhm. Also entweder findet man heraus, was für Glaubenssätze hat man, und wenn man merkt, die sind negativ, dass man die wirklich aktiv mit positiven Glaubenssätzen halt wirklich in einer Situation, wo man einmal negativ denkt, dann wirklich ganz bewusst, aber das ist eben eine Übungssache, wirklich zum bewussten Denken einen positiven Satz denken. Und wenn du das manchmal genug machst, dann nachher, ich sage mal so, übersteuerst den negativen Glaubenssatz so, dass dann eben im Automatismus verankert wieder der positive Satz verankert wird. Und es gibt eben auch Techniken, wo man dann wirklich so grundlegende Einstellungen, es gibt grundlegende Glaubenssätze, und so grundlegende Einstellungen, und die kannst du mit ganz bestimmten Techniken im System verankern. Und das geht, dass das eigene Denken oder das Unterbewusstsein steuern lernen, beeinflussen zu lernen? Ja. Siehst du und mit dem linken Auge besser als mit dem rechten? Nein, im Gegenteil. Warum? Da habe ich eben gedacht.
Weil es eigenartigerweise beim Detektor, bei der Schärfedetektion in dieser Kamera drin, tut es immer dein linke Auge detektieren, nicht das rechte. Okay. Jetzt haben wir gedacht, was liegt das? Ist das technisch oder ist das sonst irgendetwas? Nein, ja, ich habe ein bisschen die grössere Sehschwäche im linken Auge. Weißt du, ich denke, ich frage dich etwas und dann kommt man sofort zum Denken, oder? Es gibt doch der Mann hat doch immer so gut können schlafen, oder? Dann hat man ihn gefragt, ob er jetzt mit dem Bart über oder unter der Decke schlafe. Dann hat er nicht mehr können schlafen. Weißt du, kann man denn mit so, oder wie macht man das Training, weißt, wie man auf gute Gedanken kommt, oder wie man dann etwas umstudiert, weißt, wo einem eben beschäftigt, wo man dann eben nicht mehr schlafen kann, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, also wie geht man denn das an? Also ich persönlich, wenn ich jetzt wirklich einen Gedanken habe am Abend, der mich beschäftigt, wo ich jetzt gar nicht loswerde und ich will eigentlich schlafen, dann wende ich eine Mentaltechnik an. Übrigens sind es viele Techniken aus der russischen Heilmethode. Und das ist auch so eine Technik daraus. Dann tue ich quasi gedanklich meine, an dem, was ich umstudiere, mein Thema rauszuziehen. Schicke es weg irgendwo ins Universum und hole mir aber ein ruhiges Gefühl zurück, das mich dann auch schlafen lässt. Da machst du nur gedanklich. Du machst nicht ein Päckchen und wirfst es zum Fenster raus und weg ist es. Nein, ein Gedanke kannst du nicht wirklich einpacken. Ein Gedanke ist ja nicht fassbar. Meinst du nicht, du könntest eine Flaschenpost machen und den Reiter ablassen? Ja, könnte ich schon. Kannst gedanklich weg, ja, wäre aber weg. Aber eben wichtig ist, dass man das irgendwie, weißt du, mal ein chinesischer Freund hatte, der hat immer gesagt, wenn er Schmerz hat, dann sagt er weg, 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 weg. Und dann, mit der Zeit hat er das weg. Kannst du dir so etwas vorstellen? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil genauso, als ich das MS-Medikament abgesetzt habe, hatte ich das Phänomen, dass ich vielmal im rechten Bein so ein Psyche hinten rauf kann, also eine Gefühlsstörung. Und das war etwas, das ich bei jedem MS-Schub habe ich das im Vorfeld immer gemerkt habe. Also das war vorher ein typisches Zeichen für den MS-Schub. Und als ich angefangen habe, das Medikament abzusetzen, ist das Gefühl allerdings wiedergekommen. Also ich habe mehrere Versuche gestartet, um das Medikament abzusetzen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, hat mich das veranlasst, um das Medikament wieder zu nehmen. Weil ich irgendwo Angst hatte, es könnte ein Schub kommen. Und irgendwann bin ich dann eben nach einer gewissen Zeit Mentaltraining bin dann so weit gewesen, dass ich konnte sagen konnte, jetzt statt den neuen Versuch, um das Medikament absetzen. Und ich habe dort, also ich bin sicher gewesen, es funktioniert. Und ich habe dort jedes Mal, wenn das störende Gefühl beikommen ist, das Gefühl eben gedanklich auch rausgezogen aus dem Bein, weggeschickt und ein völlig ruhiges Gefühl dann wieder zurückgeholt ins Maul. Und es hat funktioniert. Ja. Ich musste dann, was ich noch musste, ist ein bisschen das Thema Fokus halten. Es ist ein Thema, auf das wo du dich fokussierst, das ziehst du in dein Leben oder das kommt stärker. Merkt man vielleicht, wenn man Kopfweh hat und du denkst immer ans Kopfweh, dann geht es ewig nicht weg. So ist es. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich diese Technik mache und ich warte darauf, dass das störende Gefühl im Bein weggeht, dann ist es wieder weggegangen. Dann ist es irgendwie wie geblieben. Wenn ich aber die Technik gemacht habe und nachher etwas völlig anderes gedacht und gemacht habe, dann habe ich plötzlich gemerkt, hoppla, ist weg. Hat funktioniert. Da merkt man, wenn man Kopfweh hat, hat man wirklich Kopfweh und das stört einem und so dem Weh, man denkt dran so dem Kopfweh. Dann nachher vertreibt du den Fuß und der Fuß tut dir noch mehr weh. Dann tut dir der Fuß weh, jetzt Kopfweh merkst du nicht mehr. Habe ich schon mehr selber auch schon so erfahren. Ja. Es ist unglaublich. Also wir sind eigentlich gesteuert durch, weiß ich nicht, 1500, 600, 700 Gramm ist das Hirn. Wir sind gesteuert durch die Zentrale. Genau. Du hast, und viele Leute ist einfach nicht bewusst, wie viel Einfluss das Gedanken haben. Darum finde ich es eben auch sehr wichtig, dass man einmal darauf achtet, was denke ich überhaupt den ganzen Tag? Du hast ein Buch geschrieben, gell? Zurück ins Leben finden. Da ist ein Text vor allem drin, nehme ich an, oder? Nicht nur. Ja. Also ich habe auch
Ich habe ja Interview gemacht mit Leuten, also das Buch als so Schicksalsschlag erlebt, finde zurück ins Leben. Und ich habe wirklich Interview gemacht mit Personen, die eben einen Schicksalsschlag erlebt haben. Die lachen auch, hey! Ja, mit Leuten, die einen Schicksalsschlag erlebt haben und wo ich aber gewusst habe, die führen jetzt wieder ein gutes Leben. Und ich wollte von diesen Leuten wissen, was sie denn gemacht haben, um ihren Weg zurück ins Leben zu finden. Jawohl. Weil ich wollte herausfinden, gibt es eine Gemeinsamkeit? Oder gibt es etwas, das alle gleich gemacht haben? Wie sieht das aus? Und der zweite Teil von dem Buch, dort geht es wirklich um das Mentaltraining, also wo ich schon wirklich viel Text, wo ich auch... Warte mal schnell, Justine, hast du immer so die Schlangenlinie, der Irrgarten, was ist das? Der Irrgarten? Ist das da? Das ist ein reines Design. Das ist reines Design, soll aber symbolisieren quasi, find den Weg. Ah, eben, ja, genau. Das spitzt die Sand vom Buch. Und hat jeder einen anderen Weg, nehme ich an, wo man muss finden muss? Es sind so unterschiedliche, wie Geschichten sind, so unterschiedlich sind auch die Wege, die sie gefunden haben. Also, ja, wie sie ihren Weg zurück ins Leben gefunden haben. Aber eine Gemeinsamkeit gibt es, und das ist das Denken. Das Denken, ihre Einstellung zu ihrer Situation. Und zum Teil haben sie auch wirklich mit Mentaltraining, also mit mentalen Techniken gearbeitet. Oder Einstellungen, sagen wir Bewusstsein, eine Veränderung vom Bewusstsein. Einfach so, dass ihre Einstellung zu ihrer Situation geändert hat. Mhm. Also mit Anliegen und Medikamente einnehmen, das führt zu nichts? Ja? Nein. Da muss man schaffen. Es hat kein einziger gesagt, ihm sei es besser gegangen, weil er Medikamente genommen hat. Geimpft bist du gleich für Corona? Sehr bin ich, ja. Hat ja auch überwindig gekostet, he? Ja. Und gell, es ist wahrscheinlich auch für viele Leute, weißt, die so müssen Medikamente nehmen, wie du genommen hast, und dann hat es nicht viel gebracht, da gibt es natürlich noch viele, die verlieren dann auch irgendwie den Glauben an die Impfung. Ich möchte das nicht thematisieren, aber das kann natürlich auch ein Grund sein, gell? Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen, ja. Aber... Du hast den Glauben an die Medizin grundlegend gleich noch nicht verloren. Du sagst einfach, man muss selber etwas... Im Grundsatz nicht, aber ich sage einfach, man muss selber etwas tun. Mhm. Also sehr viele Leute gehen einfach die Verantwortung für ihre Gesundheit, ich sage es so, oder für ihr Leben. Gehen sie an die Medizin ab, sie gehen zum Doktor und sagen, hoffen, dann gib mir ein Medikament, dann geht es mir wieder besser. Und das ist wirklich die Verantwortung abgeben. Und ich bin einfach der Meinung mittlerweile, man muss für sein eigenes Leben und für seine eigene Gesundheit Verantwortung übernehmen und eben auch aktiv etwas tun. Klar braucht es Zeit und Überwindung. Als Mentaltraining, das ist nicht einfach Fingerschnippen und es geht besser. Es ist Arbeit. An den eigenen Gedanken arbeiten, an der eigenen Einstellung arbeiten, ist Arbeit. Das Buch kann helfen, gell? Also wenn man eben auch die Schicksal von allen anderen, das, was jetzt du von dir sagst, dass so du das Interview eingebracht hast, das Buch kann helfen, oder? Zusammen mit dem grossen Buch hier? Zusammen mit dem grossen Buch, ja. Eben, wie gesagt, der zweite Teil, da geht es wirklich um das Mentaltraining, wo ich dann auch beschreibe, wie funktioniert das Mentaltraining, warum funktioniert das mit den Gedanken überhaupt? Und was sind dann auch wichtige Aspekte aus dem Mentaltraining? Und da kann man dann Notizen machen, Radine. Und das ist das Arbeitsbuch dazu. Da habe ich Fragen drin, Übungen drin. Ja, und da siehst du, es sind jetzt Fragen, wo du kannst Notizen machen kannst. Jawohl. Oder dann eben auch Übungen. Jetzt muss ich schon rein. Das Buch kauft man wo? Man blendet das ein natürlich, da kann man kaufen. Und kann man bei dir auch Kurs besuchen oder wie sieht denn das aus? Sepp, mache ich bis jetzt noch nicht. Also was man bei mir kann, ist sicher Mentaltraining. Da ich ja Mentaltrainer bin, ein Mentaltraining selber mache. Ja. Sepp kann man mir sicher und ich gebe auch. Ja. Warte, musst du eine Seite mit Übung suchen. Ja.
Eben, das ist natürlich etwas, wo man halt dann, ja, ein bisschen darf suchen, kann suchen, kann deine stöbern und so weiter. Auch du hast auch Übungen genau, drin, da natürlich. Genau, ja. Das ist jetzt zum Beispiel eine Übung. Ah, über alle Tage, gell, sehe ich da, das 7 Tage. Ja, das ist jetzt eine Übung, 7 Tage. Ich habe hinten, und es geht dann wirklich darum, hinten habe ich dann so eine 66-Tages-Challenge, wo dann wirklich 66 Tage lang die gleichen Fragen sind zum Aufschreiben. Ja, ja. Um wirklich einmal ein bisschen Bewusstsein schärfen. Und wichtig ist eben, dass man so Sachen immer eine gewisse Zeit macht. Weil, wie gesagt, die Gedanken ändern sich nicht mit Fingerschieben von einem Moment auf den anderen. Sondern man kann zwar relativ schnell, also üblicherweise sagt man, es braucht 21 Tage, um, dass man etwas ändert. Dass sich etwas im System ändert. Wenn du 21 Tage lang immer den gleichen Gedanken hast, dann ist der Gedanke zwar im System mal eingebracht, nach 21 Tagen, aber er ist noch nicht so automatisiert, dass er in jeder Situation immer anders kommt. Und dort heisst es einfach, es braucht etwa 3 Mal länger. Du bist wirklich, ja, zum Teil hast du einen Kurs gemacht, zum Teil autodidaktisch. Du hast ja mehr festgestellt, die Leute, die eben so betroffen sind von irgendetwas, Leute, die sich reinbeissen in dieses Thema, ja, die sind manchmal fast weiter als Mediziner. Also, eben wie gesagt, also man kann sein Buch kaufen, man kann sich natürlich eben mit dem Arbeitsbuch beschäftigen. Und was ist denn, wenn man dir auf einmal telefoniert? Dann nachher bespreche ich, warum das derjenige angerufen hat. Der wird einen Grund haben, warum er mir anruft. Und dann besprechen wir, was kann man an seiner Situation. Also wir besprechen gemeinsam, wie man seine Situation kann verbessern kann, was man kann verändern kann. Das hast du so, Leute, die du so beratest. Ja. Ja, wahrscheinlich auch zum Teil noch nächste Nähe, kann man sich vorstellen, gell? Also ich meine, mit einem so Frohgeist, oder? Wie du jetzt bist, oder? Trotz deiner Beeinträchtigung, da muss ich immer wieder sagen, da bin ich immer wieder erstaunt. Also, man redet dann von Beeinträchtigung, aber manchmal denken wir, also die Leute, die da umspringen und keinen Rollstuhl brauchen, sind manchmal viel beeinträchtigter als jetzt zum Beispiel du. Ja, ist nicht so? Geht es dir etwa mal so? Ja, es ist etwa so. Und es gibt auch die Leute, die dann umspringen und die gleich den ganzen Tag irgendetwas jammern. Etwas ist nicht recht, etwas hat nicht weh, etwas ist nicht gut. Genau. Und dann muss ich dann sagen, ich bin froh, bin ich nicht so. Ja, also zurück ins Leben finden. Wie ist dein Leben jetzt? Weißt du, ist es vorher besser gewesen, bis 20? Ist noch schwierig zu sagen. Es war einfach ganz anders gewesen, weil ich eben dort noch gut können laufen, können Sport machen, können machen, was er will. Aber rein vom, ich sage jetzt von meiner mentalen Seite her, fühle ich mich jetzt viel stärker und aufgestellter, als ich es vor 20 Jahren war. Das heisst mit der Antwort eben auch eine Beeinträchtigung, wenn man sie annimmt, wenn man etwas macht damit. Man kann es unter Umständen, klingt es vielleicht saublöd, aber auch in einem gewissen Sinn auch sogar eine Bereicherung sein. Ja, auf jeden Fall. Also für mich klingt das überhaupt nicht blöd. Ich finde, wenn man eine Beeinträchtigung hat, dann muss man sie auch annehmen oder mal situationssicher annehmen. Und aus dem Annehmen, aus der Situation, wenn du Beeinträchtigung eben angenommen hast, kannst du dann auch wieder eine Verbesserung von deiner Situation herbringen. Bist du ein feinfühliger Mensch? Fühlst du sehr vieles, was in deinem Körper oder rundum um dich abgeht? Also was im eigenen Körper abgeht, fühle ich sehr viel. Dort bin ich sehr feinfühlig. Wahrscheinlich auch sehr feinfühlig geworden, weil ich eben sehr viel auf meinen eigenen Körper gelernt habe zu hören. Eben nur schon in der Zeit, als ich meine Emmy-Schübe hatte. Dort habe ich vielleicht fast ein bisschen zu viel gelesen, sage ich mal, auf den Körper. Oder eine Weile lang eben das Gefühl hatte, jede Störung oder jede Veränderung von irgendetwas im Körper, das sich anders angefühlt hat, sei ein Hinweis auf einen Nebenschub. Das ist ganz sicher nicht die richtige Stellung. Hm. Aber eine Weile lang war es dann halt so. Gewesen. Also das Leben braucht Mut, gell? Nicht unbedingt Angst, oder? Nein, auf keinen Fall Angst.
Weil auch die Angst vor dem nächsten MS-Schub fördert natürlich den nächsten Schub. Und auch wenn man kein MS hat, auch wenn man quasi purli munter ist. Deine Einstellung ist eigentlich immer gut, oder? Ja. Du, Rita, eine halbe Stunde haben wir geredet. Was wäre so dein grösster Wunsch? Also mein Wunsch ist klar, ich würde allen Menschen wünschen, dass sie irgendwie so ein bisschen zu dieser Lebenseinstellung finden könnten, die du hast, die vielleicht schon immer gehabt hast, die du vielleicht jetzt auch gefunden hast, trotz Beeinträchtigung. Was ist so dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch ist, dass die Leute wirklich ein glückliches Leben führen können. Und zwar ein glückliches Leben, auch wenn sie rumlaufen können und gesund sind. Dass sie sich auch von ihrer Einstellung und ihren Gedanken, dass sie einen Haufen positive Gedanken haben. Ich hätte können und vor allem, auch mal darauf achten, was sie überhaupt für Gedanken haben. Weil sehr viele Leute überlegen sich gerne, was sie den ganzen Tag denken. Ich hätte können wetten, du denkst für die anderen Leute und wünschst denen alles Gute. Aber was würdest du dir selber wünschen? Für dich? Mir selber wünsche ich, dass ich weiterhin so aufgestellt und ja, kann bleiben. Der andere Wunsch, dass es mir gesundheitlich besser geht, das ist kein Wunsch mehr. Das ist mittlerweile eine Überzeugung von mir, dass ich wieder gesund werde. Wird noch einen Moment gehen, aber wird es weit kommen.